Hey meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal wieder ein Food Haul. Es ist ja schon einige Wochen her, dass mein letzter Food Haul online kam. Und ja, ich habe ein bisschen was gemischt. Ich habe zwei Sachen, die ich nicht im Lidl gekauft habe, aber die zeige ich euch jetzt einfach mal am Anfang. Und zwar ist es zum einen, das habe ich mal bei DM schon vor längerem gekauft, von Davert Soja-Gyros. Und das hat mich schon lange echt angesprochen. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, okay, probier's jetzt einfach mal. Und ich habe es auch bei der, ich glaube, Funny Pilgrim im Video gesehen. Und ja, wenn sie was lecker findet, dann finde ich das meistens eigentlich auch lecker. Und ich werde es auf jeden Fall mal probieren und bin sehr gespannt, wie es ist. Hier steht scharf würzig dabei. Das finde ich auch ganz gut. Also ich hoffe, dass es dadurch wirklich nicht so Tofu-Soja-mäßig schmeckt, sondern wirklich schön, ja, würzig halt. Also ich habe da echt einiges an Erwartungen dran. Und dann das zweite Produkt, das habe ich im Check-in gekauft, genau. Und zwar ist das so ein, ja, so ein Kakao. Und der sieht so aus und der ist von so einer Schweizer Firma. Auf jeden Fall schmeckt der unfassbar gut. Also ich hatte bisher immer so Kakao, so ganz günstigen, der halt, also wirklich, der halt aber auch extrem süß geschmeckt hat. Und das mochte ich irgendwann einfach nicht mehr. Und dann habe ich eben den gesehen, der hat zwar 5,99 gekostet, was wirklich viel ist. Und ich stand davor, soll ich nicht. Aber das ist halt dunkle Schokolade. Also das ist halt keine normale Vollmilchschokolade, sondern eben so feine, herbere Schokolade, was ich auch generell lieber mag als Vollmilchschokolade. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere das mal aus. Und in der Marke gibt es auch weiße Schokolade. Also falls ihr auf weiße Schokolade steht, ist das auch eine coole Sache. Und ich meine, da ist so viel drin. Hier sind jetzt 500 Gramm drin. Die braucht man ja nicht einfach mal schnell auf. Also der wird einem ja Monate reichen. Und von daher finde ich jetzt 5,99 auch ganz okay, weil es natürlich auch ein Qualitätsprodukt ist, wie gesagt, mit Schweizer Schokolade und eben dunkle Schokolade. Das gibt es so, glaube ich, sonst nicht als Kaba und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und vor allen Dingen eben weniger süß. Man schmeckt viel mehr das pure Schoko anstatt, ja, dieses gezuckerte, süße Schoko. Wisst ihr, was ich meine? So wie halt auch bei Zartbitterschokolade. Das mag ich halt auch viel lieber. Und genau, dann jetzt mache ich weiter mit Dingen, die eben nicht, die ich eben bei Lidl gekauft habe. Und zwar zum einen Apfel. Ich habe jetzt mal einen für euch. Das war aber so ein Viererpack. Ihr wisst ja, ich liebe Granny-Äpfel und die schmecken mir einfach am allerbesten. Und ich bin überrascht, wie stark der Kontrast doch so ist, ne? So zu dem, zur Wand und zu meinen roten Lippen. Das passt irgendwie ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das Grün gerade so stark rauskommt, aber sehr schön. Und dann eine Grapefruit. Ja, die ist voll riesig, kommt mir irgendwie so vor auf jeden Fall. Ja, eine Grapefruit wollte ich mal mitnehmen, einfach so zum Auspressen oder so. Und ja, genau. Dann habe ich auch Rama mitgenommen, war auch im Angebot, da sind jetzt 10% mehr drin und ich benutze eigentlich ganz gern Rama. Ich bin nicht so der große Butterfan, aber die Rama finde ich eigentlich immer ganz gut. Dann habe ich Eis mitgenommen und zwar mein absolutes Lieblingseis. Ist so eigentlich wie Capri, nur eben von Lidl, wie gesagt. Sunfruit nennt sich das, Orange. Schmeckt unfassbar lecker und das finde ich gerade so für die warmen Tage jetzt absolut perfekt, weil es einfach so erfrischend ist und ja, leicht säuerlich. Deswegen, also ich kann da jetzt kein Magnum oder was essen, wenn es 30 Grad hat, sondern da brauche ich was Schönes, Wässriges irgendwie, was einfach, ja, schön fruchtig schmeckt. Dann habe ich einen Käse mitgenommen und zwar war der auch im Angebot von Kerrygold, so ein Butterkäse. Ich habe letztens einen bei Aldi mitgenommen, aber der hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Der hat so nach nichts geschmeckt. Also irgendwie so, wie ich Käse gar nicht leiden kann, wenn er einfach so, ja, eher so ein bisschen hart schmeckt irgendwie. Also ich brauche das halt, wenn ich schon Käse esse, dann will ich, dass er cremig ist. Und das war bei dem halt nicht der Fall. Und ich hoffe, dass der besser ist. Und hier steht nämlich mild und cremig dabei. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen mehr Hoffnung, dass der von Kerrygold einfach ein bisschen besser schmeckt. Und dann ein Riesenteil. Ich stand auch erst davor, soll ich es kaufen oder nicht? Aber es ist eine Riesenflasche Heinz Ketchup. Und der ist nämlich 33% mehr Inhalt. Echt total cool. Und musste ich unbedingt haben. Also ja, ich finde, Ketchup ist einfach was, was irgendwie daheim sein muss. Und auch wenn ich jetzt gerade keinen gebraucht hätte, habe ich ihn dann mitgenommen, weil er einfach so riesig ist und im Angebot war. Und ja, Ketchup ist irgendwie so, ne? Braucht man irgendwie mal. Dann habe ich ein bisschen was so an Hähnchenbrust und sowas mitgenommen. Zum einen erst noch Kochschinken. Ja, den finde ich auch mal sehr gut. Also ich muss sagen, gerade was so Aufschnitt und auch Saft betrifft, kaufe ich am allerliebsten beim Lidl. Also das ist wirklich so. Ich liebe die Sachen, die sind günstig, aber auch qualitativ sehr hochwertig, finde ich jetzt. Also schmeckt mir vor allen Dingen auch immer sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, das war jetzt ganz normaler Kochschinken. Dann war auch Finesse im Angebot. Da habe ich
beides mal Hähnchenbrust, einmal hauchzart und würzig und gepökelt und gegart, irgendwie so gegrillt, irgendwie sowas. Ja, das ist die, wo so einen leichten gegrillten Rand einfach hier außen hat und ich finde die echt sehr, sehr lecker. Und dann Delikatess-Hähnchenbrust, auch nochmal solche großen Scheiben, finde ich auch unfassbar lecker. Und, ups, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen, zu guter Letzt noch Saft. Ich habe, wie gesagt, auch ein bisschen Saft mitgenommen, weil ich einfach gerne den Saft mag vom Lidl. Zum einen hier direkt gepresster Orangensaft, dann normaler Orangensaft, wobei der, glaube ich, auch direkt gepresst ist. Ich war mir jetzt nicht sicher, was da der Unterschied ist, aber ich habe immer beide mitgenommen. Und Frühstückssaft habe ich euch auch schon mal gezeigt, trinke ich sehr gerne. Multivitaminsaft trinke ich sehr gerne und mein allerliebster Favorite, voll schwer, XXL Apfelsaft, 2 Liter, liebe ich auch, total. Liebe ich sehr, 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 sehr. Und ja, das war's jetzt schon mit meinem Haul, wobei ich doch schon, ich sehe gerade, ich habe gerade mal 6 Minuten gefilmt, krass. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, bei meinen Food Hauls geht die Sache irgendwie immer schneller von der Bühne, aber naja, okay, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir doch gerne was Nettes in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da oder was ihr auch immer ihr möchtet. Und ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos sehen. Tschüss!